Birdie? Er ist der schönste Trainer der Stadt. Oh ne, ach ja, heißt Birdie Fox. Birdie Fox. Nein, ach, ich dussel. Das ist ja der. Das war früher der Kanoni-Reisebüro, nicht Birdie. Um Gottes Willen. Ey. Wollt ihr mich denn gar nicht fragen, was das ist? Ich sag es euch. Ich kann mich nicht erinnern, dich etwas gefragt zu haben. Maya und Fasena verbinden nur eine Brücke. Und sonst gibt es keinen anderen Weg. Aber mit meiner Superkanone Mark II könnt ihr fliegen, wohin ihr wollt. Und ihr seid... Und sie ist fast fertig. Ob du uns auch am Mac-Drive vorbeischießen kann? Du musst aber ganz schnell bestellen, wenn du da vorbeifliegst. Ja, und wieso können wir das Ding jetzt nicht benutzen? Dieser Fetzer. Nee. Gehen wir einkaufen. Mein Freund. Mein Freund? Ich bin gar nicht so schnell. Mach mal ein bisschen Training. Muss ich immer auf dich warten? Nee, das ist ja furchtbar. Ich bin Kind, weiß noch nicht besser. Guck mal, schön nach Größe geordnet stehen sie da. Ja, wahrscheinlich auch nach der Größe in der Hose geordnet. Ja, wenn die kurze rechts was in der Hose hat, wo? Deswegen steht sie auch ganz rechts. Ja, rechts an. Ich glaube, wir brauchen hiervon keine Waffen, oder? Nee, ich glaube nicht. Also den Dolch auf jeden Fall nicht. Das klingt so nach erster Standardwaffe. Ein bisschen. Aber das können wir gebrauchen. Und das können wir auch gebrauchen. Oh ja. So, hier gibt es doch bestimmt noch einen Rüstungsladen. Ja, natürlich gibt es den hier. Gleich nebenan. Ah, neue Hüte. Katzenkapuzen. Ah, die hast du bestimmt noch nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ach, da sieht man ja doch, wie stark die ist. Den Leuchtpanzer hast du. Den Lederhut hat er... Hat er den von Anfang an? Nicht. Nee. Dann wurde der jetzt angezeigt. Schwarzer Anzug. Ja, den braucht man nicht. Ledervisier. Oh. So. Dann gehe ich mal. Kleide uns an. Und ziehe uns aus und dann kleide ich uns an. Nur noch ein Kind. Ja, deswegen muss ich dir helfen, dich einzukleiden. Ups. Katzenkapuze, wie sich das schon anhört, ey. Knuffig! Ja, das kann nur Secret of Mana sein. Oh ja. So, jetzt müssen wir noch verkaufen, ne? Das können wir doch später machen. Okay. Wenn wir Geld überhaupt brauchen. Das ist immer so eine beschissene Sache. Ja, aber das Verkaufen hier ist echt eine Qual. Das werden wir euch dann später mal zeigen. Ja. Ich habe einen ganz produktiven Vorschlag. Der wäre? Ich muss mal. Oh, sie hat schon feuchte Augen. Die leuchten so schön. Der hat an der Leber. Der hat auch Rücken. Boah, 45 Eier. Ey, sind die noch ganz dicht? Da bezahle ich. Ach, da haben wir da locker über. Ey, hallo? Leben die in Griechenland oder was? Keine Samen. Nichts gegen die Griechen.
können wir jetzt weiter? Ich bin schon da. Guck mal, das irgendwie habe ich schon mal gekämpft. Ich habe Erfahrung mit denen. Deshalb solltest du auf meine Ratschläge hören. Oho. Also draufklopfen, ne? Oh, Level up. Oh, ich? Ja, du. Ich nehme mal Stärke. Hörte sich ja gerade an. Oh, jetzt war Kraftwasser gelernt. Oh, ein Heilzauber, das gibt's ja nicht. Ey, wieso hast du nie unseren Experten die Truhe öffnen lassen? Du kriegst eh keinen okay. Dann, oh, fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kinders, nee. Lass den Experten die Truhe öffnen. Dafür haben wir ihn unter anderem auch mit uns in unserer Truppe. Ja, das stimmt allerdings. Ey, ein Heilzauber, das ist ja mal richtig praktisch, ne? Könntest du jetzt zum Beispiel jetzt dich heilen, ne? Was? Was könnte ich? Hä? Was könnte ich machen? Du könntest dich ja jetzt zum Beispiel heilen. Du hast doch Kraftwasser gelernt. Oder ist das hier kein Heilzauber? Das könnte ich natürlich machen. Ey, das ist ja hammergeil, ey. Ja. Da geht mir voll leider ab. Wir machen den nicht schlapp. Boah, ey, du tötest die Pogo-Puschel hier. Nein, ich streichle sie nur und sacke sie dann ein. Du sackst sie ein. Du willst sie alle einsperren und dann verkaufen. Das ist viel schlimmer, als sie einen kurzen und schmerzlosen Tod zu erhalten. Oh, der Dieb kriegt Stärke. Ja klar, immer Druck hier. Wir wollen ja stark sein. Natürlich. Oh nein! 45 Schaden. Ey, kannst du mir mal einen Schluck geben? Einen Schluck Wasser? Ah klar. Ah ja, ein ordentlicher Schluck. Hol mir mal eine Flasche Bier, streich und spiel ihn weiter. Das läuft. Overpowered hier, ne? Ja, auf jeden Fall, das läuft viel zu gut. Wir haben uns die oh, Krieger wieder. Wir werden natürlich stärker haben. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie er ihn getötet hat? Ich hab mich zurückgehalten. Das war nicht Diggi. Müssen wir in die Höhle? Das war Boldi. Müssen wir hier weiter? Was hat denn dieser komische Bombo-Voyage da gerade gefahrt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen erst runter. Okay. Gehen wir nach unten. Hier ist doch noch irgendwo einer, oder? Ja, es kam kein Krieg, ne? Da ist noch einer. Ah. Hast du mir das Leben gerettet? Oh, da hat sie die Puschel getötet. Ich töte keine Puschel, die streichelt nur. Ja, mit zwei Dolchen. Och, ich bin so doof. Das war nochmal Glück gehabt, Freundchen. Ich denk da gar nicht dran. Halt, die Endergilde hat erfahren, dass Altena eine Invasion plant. Deshalb sind hier keine Fremden erlaubt. Geht jetzt oder sonst. Nein. Du kannst nicht an den zwei Hulk Hogans vorbei. Nur weil Hulk Hogan in die Jahre gekommen ist. Ach, der ist so ein absoluter Jungspund, der. Hat eine hübsche Tochter, ey.